Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch die PlayStation Vita. Bitte entschuldigt meine schreckliche Stimme, ich bin total erkältet. Dachte mir aber, da heute ja der Launch Day in Europa und den USA ist, ich besorge mir so ein Teil und zeige euch das mal kurz in einem Video. Hier ist sie also, die neue Wunderkiste aus dem Hause Sony, die PlayStation Vita. Momentan und wahrscheinlich noch für eine gewisse Zeit auch beste mobile Spielkonsole, die es gibt. Quad-Core-Prozessor, eigener Grafikchip, 128 MB Video-RAM, 512 MB RAM. Alles dran. Super AMOLED-Screen, Touchscreen, verschiedene Joysticks und Daddle-Funktionen hier. Da hinten habt ihr vielleicht auch schon drüber gelesen. Ein Multitouch, nochmal ein Multitouch. Nicht Display, aber so eine Multitouch-Fläche, die ihr auch in gewissen Spielen dann brauchen könnt. Hier vorne eben, wie gesagt, auch Multitouch-fähiges Super AMOLED-Display, hervorragendes Display. Ja, wenn wir das vielleicht gleich mal vergleichen mit der alten, mit der PlayStation Portable, da seht ihr natürlich, ist schon ganz ein gewaltiger Unterschied, auch im Menü natürlich, hier bei der PlayStation Portable. Aktuellste Firmware drauf, aber natürlich diese typische Sony PlayStation Bar zur Bedienung, die auch die PlayStation 3 ja hat, während die PlayStation Vita hier mehr wie ein Smartphone oder ein Tablet daherkommt, mit knuddeligen kleinen Icons, die man da verschieben kann, mit denen man irgendwas machen kann, wo man eigentlich seine Features drauf hat. Okay, vielleicht das Gerät mal von außen, was haben wir da? Wir haben hier einen analogen Joystick, wir haben hier einen Joystick, wir haben hier Steuerkreuz, hier drüben die üblichen PlayStation-typischen Tasten, dann hier oben natürlich noch zwei Tasten zum Ballern, hier, ich weiß nicht, ob man sieht, Lautstärkeregler, hier On-Off-Switch, so ein bisschen iPhone 4-mäßig vom Design her, hier Speicherkarten-Slot, beziehungsweise hier könnt ihr Spielekarten einsetzen. In einem neuen proprietären Format, das ist anders als bei der PlayStation Portable, der Ursprungsversion, welche ich hier habe, die hatte ja noch diese UMDs, diese kleinen DVDs, das hat Sony schon länger aufgegeben. Neuere Versionen der PlayStation Portable haben ja das auch nur noch online runtergeladen und bei der PS PlayStation Vita ist es so, dass man die Spiele entweder auf diesen kleinen Chipkarten kaufen kann oder aber natürlich im PlayStation Store runterladen kann. Hier unten haben wir Ladebuchse, Mini-Jack für Headphone und dann haben wir hier den Speicherkarten-Slot. Das ist etwas sehr Unschönes von Sony. Das gibt massig Punkteabzug, wenn ich das mal so sagen darf. Sony hat nämlich ein eigenes Format wieder erfunden. Typisch Sony, muss man leider sagen. Der Speicherkartenslot ist proprietär, das heißt, ihr müsst Sony Speicherkarten kaufen. Also keine Micro SD-Karten oder sonst irgendwas, sondern das ist so ein Sony-Format. Und gleich der nächste Punktabzug, die liegen dem Gerät nicht bei. Das heißt, wenn ihr ungefähr 300 Schweizer Franken für die Wi-Fi, das hier ist die Wi-Fi-Variante, hinlegt, dann müsst ihr auch nochmal ungefähr 30 oder 50, je nach Größe, für so eine kleine Speicherkarte beilegen, weil sonst könnt ihr nämlich keine Games aus dem PlayStation Store runterladen. Ist extrem uncool, aber okay. Sind wir uns von Sony schon so ein bisschen gewöhnt, dass sie immer irgendwie ihre eigenen Formate durchdrücken? So auch dieses Mal. Ich habe mir dann gleich eine 16 GB Karte geholt, die hier reingepappt. Und wie ihr da auch sicher unschwer erkennen könnt, Everybody's Golf, MotorStorm RC und natürlich Uncharted Golden Abyss habe ich mir mal runtergeladen als erstes. Wir schauen uns vielleicht gleich mal den Store an. Hier oben ganz prominent PS Store, PlayStation Store. Ich klicke da drauf, zack, dann habt ihr hier gleich mal zum Beispiel Top Games. Mal gucken. Jetzt wird gleich mal verbunden mit dem Wireless LAN und dann gleich mit dem PlayStation Store. Und dann werdet ihr gleich sehen, was wir da so an Auswahl haben an Games. Das Startup-Lineup besteht aus ungefähr 35 Games, wovon glaube ich 15 im PlayStation Store zu laden sind. Der Rest, den gibt es auf diesen Karten. So, hier haben wir das Ganze. Könnt ihr euch mal anschauen. Also, wir haben da Escape Plan, Hustle Kings, Uncharted, Golden Abyss, wie gesagt, habe ich mir geholt. Wipeout habe ich auch drauf. MotorStorm RC, EA Sports,
Ridge Racer natürlich, der gehört immer dazu, wenn es eine PlayStation gibt. Ja, Road Racing, Lumens Electronic Symphony. Und damit hat sich's, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das sind jedenfalls die Top-Spiele. Wir können mal gucken. Ich gehe da mal zurück. So, Download-Liste, das war das, was ich mir heute schon mal gedownloadet habe. So, hier. Latest Games. Mal kurz einen Blick reinwerfen, dass ihr seht, was denn da so alles vorhanden ist. Okay, da sind noch ein paar mehr, wie ihr seht. Amen. Ja, okay, es sind mehr. Es sind ungefähr 20, die man da runterladen kann. Und das ist natürlich richtig cool, weil letztendlich eine Karte kaufen, finde ich ein bisschen old-fashioned. Das gehört sich nicht mehr heutzutage. Heute will ich mir das runterladen. Und das geht auch ganz praktisch hier. Hier der PlayStation-Knopf, das ist so eine Art Home-Button, wo ihr dann quasi wählen könnt auf den Homescreen zurück zum Beispiel, oder ihr könnt euch da durch die verschiedenen offenen Tools switchen oder Games, die noch offen sind. Wenn ihr was zumachen wollt, einfach hier zack runter, Blatt schließen, dann ist das geschlossen. Da oben ist das Notification Center, da seht ihr, was ihr runtergeladen habt, ob ihr Mails bekommen habt und so weiter. Das sieht man da alles drauf. Okay. Machen wir auch mal zu. So, also dann, was haben wir da? Das Begrüßungscenter. Wir haben Near, das ist eine Funktion, wo man quasi gucken kann, wer denn in der Nähe mit einer PlayStation Vita rummarschiert. Da klicke ich hier, mache ich einfach mal starten, dann startet dieses Tool. Muss man am Anfang natürlich noch die Berechtigung geben, dass er das darf. Ich habe hier die PlayStation Wi-Fi, die PlayStation Vita Wi-Fi only. Die hat keinen GPS-Chip im Unterschied zur 3G-Version, aber die kann natürlich in belebtem Gebiet, in der Stadt oder so, kann die natürlich über Wi-Fi-Triangulation, findet die auch sehr genau, wo man sich eigentlich befindet. Auf dem Land nützt einem das aber wenig, da würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wird später, ist schon angekündigt, bestimmte Games geben, die den GPS-Chip voraussetzen. Die werden dann natürlich nicht funktionieren mit der Wi-Fi-Variante. Aber sonst sind die beiden Varianten absolut gleich, kein Unterschied. Ja, was kann man da machen? Da kann man seine Freunde suchen, man kann gucken, wer hier so in der Nähe rumschleicht, was man schon so alles gemacht hat. Habt einen Beliebtheitsschub, warum auch immer. Hier sieht man so ein bisschen seine Unterwegstabelle, was ich heute schon alles gemacht habe. Ihr seht, ich habe da primär mal Games runtergeladen und geöffnet. Ist so ein bisschen Social Networking-mäßig dabei. Ich mache das mal zu, switche wieder zurück. Party-Modus, da kann man gegeneinander spielen. Die Trophäen, Gruppennachrichten, meine Freunde, Fotos. Ihr habt natürlich auch eine Kamera dabei. Und zwar zwei. Warten wir mal kurz, das wird dann gleich aufgestartet. So, also jetzt ist das natürlich hier, seht ihr, so, jetzt ist das hier mein iMac mit der Trinkflasche, Kamera und Thunderbolt-Display und Kamera. Und da kann man, glaube ich, hier auch umschalten. Zack. So, jetzt seht ihr mich. Ist natürlich ein bisschen Gegenlicht, darum sieht das bescheiden aus. Aber ihr seht da, das ist diese Kamera hier und das andere ist diese Kamera da hinten. Wofür man die braucht, jetzt habe ich ein Foto geschossen, ihr hört es. So, die Kamera selber kann man eigentlich nicht wirklich zum Fotografieren brauchen, ist nur eine VGA-Auflösung, sowohl vorne wie hinten. Aber es gibt dann so Virtual Reality Games, wo ihr quasi Raumschiffe abballern könnt und die Kamera zeigt euch dann quasi euren Raum, wo ihr euch drin befindet. Da gibt es verschiedene Dinge, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Werde ich sicher mal tun. Es liegen auch so Karten bei, die man dann mit der Kamera fotografieren kann und dann werden da gewisse Features in gewissen Games dann freigeschaltet. Okay, wir haben natürlich auch einen Internetbrowser, gehört heute irgendwie dazu bei so einem Device. Ja, mal gucken, ihr seht, ich habe den noch nicht wirklich gebraucht. Trend Micro Web Security, okay, das will ich eigentlich nicht. Ich will mal zum Beispiel auf eifrig.ch gehen und mal gucken, wie er mir die Seite da darstellt. Also, jetzt wird das mal geladen hier, meine Website. Zack. Ja, so sieht die aus. Ihr seht hier der letzte Artikel über HTC. Alles drauf. Nicht wahnsinnig schnell. Der ist da noch am Rendern. Also ich würde mal sagen, Websurfen funktioniert, ist auch Tablet-Browsing möglich, aber
ist jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin der PlayStation Vita. Kann man machen, aber ja, ist nicht so spaßig. Spielt aber auch keine Rolle, wenn man mal kurz was machen will, reicht das ja völlig. Und wir haben sie ja nicht gekauft zum Surfen, sondern wir haben sie gekauft zum Daddeln. Also, zum Beispiel kann ich euch mal zeigen, Wipeout. Nochmal drauf, starten wir das Ganze hier. Der Touchscreen ist natürlich super praktisch im Vergleich zur PlayStation Portable, die das ja nicht hatte. Ist das schon sehr eine coole Sache. 69er Auflösung mal 500 irgendwas. Also eine ganz klasse Auflösung. Der Screen selber ist schön groß und wie schon vorhin gesagt, AMOLED. Dadurch ist er knackescharf. So, jetzt wird das geladen und ihr seht dann auch gleich... Aha, das ging jetzt super zackig. Jetzt gibt es da schon eine neue Version. Ich habe das heute Mittag runtergeladen. Offensichtlich gibt es da schon ein Update. Naja, mal gucken, ob wir das überhaupt brauchen. So, dann machen wir ein bisschen lauter. Klicken wir uns mal durch. Speichern. Also, ihr seht, grundsätzlich, es ist nicht so, dass es wahnsinnig schnell lädt. Die Ladezeiten zum Teil sind recht lange. Obwohl wir ja keine UMDs mehr haben, also keine DVDs, von denen wir lesen, sondern das direkt von Speicherkarte kommt. Die Games sind relativ groß. Zum Beispiel das Uncharted, das absolute Killer-Game, sage ich mal, das mit dem Launch der PS Vita ja auch kommt oder kam. Dieses Game ist 3,6 GB groß. Da hat man schon heute relativ lange aus dem Store geladen, weil ich wahrscheinlich nicht ganz der Einzige war, der die PlayStation Vita gleich mal ausprobiert hat. Ich hoffe, das wird dann in Zukunft schneller. Das Game selber hat ungefähr eine halbe Stunde runtergeladen. Liegt aber nicht daran, dass ich eine langsame Internetleitung hätte. Ich habe eine 100 Megabit Leitung hier. Sondern heute war der PlayStation Store wirklich sehr, sehr langsam. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Tagen verändert. So, also wir sehen dann hier Steuern, Neigen. Mit rechts können wir ordentlich Schub geben. Mit der Taste hier können wir bremsen. Ja, mache ich nie. Hier könnte man feuern. Und so weiter. Also mal gucken, was da passiert. Ihr seht, der ist jetzt immer noch am Laden hier unten. Das seht ihr da an diesem Symbol. Ist natürlich bei jedem Game ein bisschen anders. Da oben seht ihr es auch noch. Zählt er langsam mal hoch. Ja. Vielleicht noch was zur Akkuzeit. Kann ich natürlich noch nicht allzu viel sagen. Aber der Sascha von netbooknews.de, der das ja im Dezember schon getestet hat in Taiwan, der hat gesagt 3 bis 5 Stunden, je nachdem, was man, wie oft man daddelt. So, okay, here we are und ihr seht die Grafik, ja, ist schon klasse, ja, sieht schon geil aus, muss man ganz klar sagen, also das ist schon, so, dann wollen wir mal los, Start schon voll verpennt, gut gemacht, Frickemann, so, dann fliegen wir hier mal rum, nicht? Und ihr seht, das sieht schon knacke aus, tönt auch gut, Sound ist super. Also das ist schon alles hier, schon sozusagen PlayStation 3 Qualität. Das ist schon wirklich grafisch sehr gut gemacht, da ruckelt auch nichts. Ihr seht, das funktioniert hervorragend. Ich hoffe, man sieht es dann auf dem Video auch. Und auch der Ton, ich muss sagen, die Lautsprecher, die Stereo-Lautsprecher, die tönen ganz ordentlich. Wobei auch da, ich mache mal ein bisschen leiser, werde ich die ganze Familie wecken. So, auch da natürlich, wenn man das richtig... knallig hören will, schließt man am besten Kopfhörer an, dann tönt es natürlich viel besser. So, okay, jetzt seht ihr könnt hier jederzeit unterbrechen und könnt einfach wieder zurück switchen in Homescreen. Das Game ist hier hinten ready. Wenn ich hier auf Fortfahren klicke, geht es einfach weiter. So, wir laden uns mal noch Uncharted. Das Game überhaupt. Jetzt. Ah, ihr seht also. Games kann man dann nur eines gleichzeitig starten. Ihr könnt zwar noch browsen oder in den Einstellungen was ändern, im Homescreen zurück, aber ein Game lässt sich nur eines auf einmal starten. Das andere wird dann geschlossen. Wipeout hat er jetzt geschlossen und lädt mir jetzt Uncharted, die unglaublich bekannte und gute Serie, die mit der PlayStation 3 aufkam und jetzt eben hier bei der PS Vita mit einer eigenen neuen Folge debütiert sozusagen von Sony selber. Und ihr seht schon, die Ladezeiten sind schon ganz ordentlich. Das ist deutlich länger, als man sich das von einem Smartphone gewöhnt ist.
Ich habe heute schon relativ viele Fragen bekommen über Twitter, Facebook und Co., als ich mal ein Picture gepostet habe von der Vita hier. Ja, warum ich denn so ein Ding habe, ob sich das lohnt, ob man nicht vielleicht doch lieber mit dem Smartphone spielt. Ich denke, das kommt darauf an. Grundsätzlich ist es so, grafisch ist das hier schon noch ein bisschen eine andere Liga. Wobei Quad-Core-Tablets werden rein vom Power her hätten die Möglichkeiten auch. Da können wir damit rechnen, dass Gamescom, die wahrscheinlich ähnlich gut aussehen, aber spielen, richtig gamen, macht einfach nur Spaß, wenn man hier oben Tasten hat, wenn man hier Joystick-Tasten hat, mit denen man steuern kann. Die PlayStation Vita hat ja auch noch Sensoren, das heißt, ihr könnt die ganze Geschichte hier so auch noch machen. Touchscreen, also das ist natürlich die ultimative Kombination von Möglichkeiten, wie man ein Spiel spielen kann, inklusive dieser Multitouch-Fläche da hinten. Und das hat halt ein Tablet oder ein Smartphone einfach nicht. Da habt ihr halt nur den Bildschirm, ich hole mal mein iPhone 4, habt ihr halt hier den Bildschirm oder die Lagesensoren und that's it. Also ehrlich gesagt, für mich, wenn schon spielen, dann so. Ist einfach geiler. So, jetzt laden wir uns das hier mal noch. Und dann werde ich euch dann nicht mehr länger mit meiner Stimme behelligen. Das tönt schrecklich. Aber ich dachte mir, vielleicht wollt ihr ja mal sehen, wie die PlayStation Vita so in Real Life aussieht. Morgen übrigens, witzigerweise, kriege ich noch die 3G zum Testen. Also die 3G-Variante. Sonst, wie gesagt, genau gleich groß. Die 3G-Variante ist 16 Gramm schwerer. Das wird man nicht merken. Und hat halt 3G plus GPS-Chip drin. Aber ansonsten ist das alles genau gleich, wie wir es hier haben. Ja, und ihr seht auch hier, der lädt schon relativ lang. Okay, hier bin ich. Also, hier ist der Held. Laufen wir mal ein bisschen rum und gucken, was da so passiert. Für die, die das Spiel kennen, ist natürlich auch hier wieder eine geile Grafik. Man muss es einfach sagen, es sieht klasse aus. Ich kann da mal runter gucken. Wow, schaut euch da mal um. Hey. Irgendwo im Dschungel, in irgendeiner, der ist schon schlapp von ein bisschen rumlaufen, gibt's ja gar nicht. So, da ich mich jetzt so dämlich angestellt habe, kommt mal eine kurze Erklärung, was man da so alles machen kann, wie man das machen kann und so weiter. Ich mache das mal einfach zu. So. Game geschlossen. Karten, Google Maps. Sehr schön umgesetzt übrigens, gefällt mir ganz hervorragend. Funktioniert wie gesagt auch auf der Wi-Fi-Only-Variante. Halt nur dort, wo Wi-Fi-Netze in der Nähe sind, damit er gucken kann, wo denn die stehen. Aber es sieht ganz klasse aus, ihr seht das gleich. Ja, so, hier haben wir Google Maps. Ich gehe mal hier drauf, bitte mal einmal orten, gucken, wo wir sind. Es gibt ja noch diverses Zubehör dazu. Es gibt ein Starter Pack. Das heißt, besteht aus einer Tasche, aus einer Schutzfolie, aus einer Halterung für eure Speicherspiele, also die Speicherkarten der Spiele. Und glaube ich noch eine 4 GB-Karte dabei. Es gibt diverse Taschen schon. Es gibt, wie gesagt, diese kleinen Speicherkarten, die ihr euch unbedingt dazu kaufen müsst. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja, also es gibt schon. Typisch so wie Sony das jeweils macht. Es gibt schon diverse Sachen dazu. Jetzt weiß ich nicht genau, warum er mich da nicht. Okay, ihr seht, Multitouch funktioniert natürlich auch. Das typische Pinch-to-Zoom. Ich zoome mich da mal in den Ozean rein. Wollte aber eigentlich, dass er jetzt dorthin geht, wo ich bin. Er weiß nämlich, wo ich bin, nämlich hier. Aktueller Standort. Ja, siehst du, genau. Ja, stimmt auch. Ist schon richtig so. Hätte ich halt gern, dass er da mal reinzoomt, aber da mache ich das halt von Hand. So, noch ein bisschen weiter. Jetzt muss er natürlich wieder nachladen. So, hier. Also, ihr seht da irgendwo. Das ist Google Maps, wie man es kennt, aber es funktioniert ganz hervorragend. Auf dem schönen großen Screen mit Pinch-to-Zoom, Multitouch und so weiter geht das natürlich alles ganz klasse. So, was haben wir sonst noch? Switchen da zurück. Musik, Videos, natürlich könnt ihr auch Remote Play. Ihr könnt natürlich auch PlayStation 3 Games zocken. Nämlich indem ihr quasi das Bild von der PlayStation 3 umlegt auf die PlayStation Vita. Unterstützen nicht alle Spiele, aber die, die es unterstützen, da soll das ganz witzig sein. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn wir hier in die Einstellungssektion gehen, zeige ich euch noch,
Dann sehen wir wieder eher so ein Menü, wie wir uns das gewöhnt waren früher von der PlayStation, wo wir hier halt einfach so die verschiedenen Dinge alle eingeben können. System, geh mal drauf, System Information. Das erste, was er wollte, als ich die Kiste angeworfen habe, war gleich mal ein Software-Update. Die aktuelle Version, die kam heute raus, 1.6.1. Und dann hier Speicherkarte, 14 GB, eine 16 GB-Karte. 8,2 sind frei, den Rest habe ich schon verbraucht. Ja. Da wieder zurück. Kann so allerhand einstellen. PlayStation Network, eure Kennung, das Netzwerk selber, dass er das kennt und so weiter. Anwendungsdatenverwaltung, da seht ihr dann, wie viele gespeicherte Dinge schon sind. Von PSP-Games, die natürlich auch gehen. Die meisten PSP-Games, die es im PlayStation Store gibt, laufen auch da drauf. Die es natürlich nur auf diesen kleinen UMDs gibt, die laufen natürlich logischerweise nicht, weil wir ja da keinen Slot mehr haben. So, das war ein kurzer Überblick. Bitte entschuldigt noch einmal meine Stimme. Aber zusammengefasst lässt sich sagen, wer gerne zwischendurch was spielt, der findet in dieser Konsole zwar eine teure, aber absolut klasse Möglichkeit. Macht viel mehr Spaß als auf iPhone und Co. Aber das muss jeder selber wissen. Glückliche Besitzer der ursprünglichen PlayStation Portable, den kann ich PlayStation Vita sowieso empfehlen. Wer eine PlayStation 3 hat, hat auch Freude daran. Gibt ein paar coole Zusatzfeatures, die man mit der PS Vita zusammen mit der PlayStation 3 machen kann. Ich werde das Teil jetzt noch ausgiebig testen und dann natürlich auf eifrig.ch noch ausführlich beschreiben und vielleicht auch nochmal ein neues Video machen mit ein paar anderen Games drauf. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen.